Hallo, ihr 30 Freunde. Heute geht es wieder um die Sportsitze. Ich habe mir für meinen Touring hier nochmal einen einigermaßen passablen Fahrersitz hergestellt, aus Teilen, die ich jetzt auch in dem grauen Fahrzeug drin hatte. Dann habe ich mal meine ganzen Sportsitze alle durchgeschaut und habe mir mal die Mühe gemacht. Ich zerlege die jetzt einfach mal alle. Hier vorne habe ich diverse Gestelle, die geschweißt werden müssen. Dann habe ich hier einige Sechszylinder-Oberteile. Hier diverse Schaumstoffteile und Untergestelle, die in Ordnung sind. Auch so sechszylindermäßig. Sieht also aus für mich hier wie in einer Sportsitzmanufaktur. Hier sind viele Ersatzteile. Bei den Sechszylindern habe ich da unten auch die ein oder andere brauchbare Wange noch gefunden. Dann habe ich hier zweimal Hahntritt, wo ich die mittleren Teile gerade in der Waschmaschine habe, weil ich daraus noch mal ein paar Sitze bauen möchte mit Kunstlederwange sozusagen. Dann habe ich einmal Überkarung, so als Einzelstück noch übrig. Auch hier könnte man natürlich mit Kunstleder Außenteilen noch einen schönen Sportsitz bauen. Ansonsten, naja, die ganzen Verkleidungsteile und Sitzeinzelteile, ein paar Kopfstützen und entsprechend die ganzen Rückenlehnen. Ich würde jetzt mal gucken, was der Stoff sagt. Ich zeige euch mal, wie der vorher aussah hier von den Hahntritt. Der war also stark verschmutzt und braucht auf jeden Fall eine richtige Wäsche. Ich habe die einfach mal in die Waschmaschine jetzt reingeschmissen bei 40 Grad und mal gucken, ob da was noch was Lebendiges rauskommt. Also am schwierigsten war es eigentlich, den Stoff hier hinten von den mittleren Teilen runterzuziehen. Also am aufwendigsten. Ne? Tausende Klammern von der Rückseite sind da dran. Das macht hier noch mit die meiste Arbeit. Vor allem frage ich mich, wie ich das wieder dann zusammenkriegen soll. Aber wird mir schon irgendwie gelingen. Während die Außenwangen, das ist ja eigentlich keine große Geschichte. Am Ende des Tages will ich also nochmal zweimal Sportsitze für vorne, für einen Zweitürer bauen. Mit Hahntritt und Kunstleder außen. Ich meine, obenrum habe ich hier noch einiges an Sechszylinderzeug, aber ich habe leider keine untere funktionierende Mitteleinheit von den Sechszylindern. Die unteren Sechszylindereinheiten sehen bei mir alle so aus. Also nach Facelift auch hier mit dem Velour. Ne? Das heißt, die haben alle starke Beschädigungen. Wahrscheinlich muss ich mal das hier inserieren, diesen einen Überkaro-Mittelteil-Sitz hier Bezug. Und vielleicht tauscht jemand gegen Sechszylinder-Unterteil. Weil dann könnte ich vielleicht noch zwei Sitze im Sechszylinder-Nach-Facelift-Design hinzaubern. Ansonsten bei den Sitzen vorne oder bei den Gestellen sind die fast alle an der gleichen Stelle gebrochen. Und zwar immer an der Stelle. Ich hatte auch schon Sitze, die weiter hinten hier einen Bruch hatten. Das ist bei denen jetzt gerade gar nicht der Fall, sondern tatsächlich haben die alle das gleiche Problem, dass hier vorne quasi Bruch vorhanden ist. Ich glaube sogar teilweise beidseitig. Soweit hier bei mir also die Lage. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal auf die Waschmaschine und dann schauen wir mal, ob die Hahntrittstoffe jetzt einigermaßen vorzeigbar geworden sind. Der erste Durchgang hat noch nicht so richtig gut geklappt. Da ist noch überall relativ viel Dreck drauf, also neuer Dreck. Irgendwie rausgespülter Sand. Also gehen die gleich nochmal in die Waschmaschine rein. Zweiter Versuch. Hoffentlich wird es jetzt richtig sauber. Bin gespannt. Nach dem zweiten Durchgang sieht es schon wesentlich besser aus. Keine Dreckschleier mehr hier zu erkennen. So lasse ich es einfach mal trocknen. Zum Glück ist auch nichts kaputt gegangen. Hat ja noch die Befürchtung, dass hier irgendwie der Stoff irgendwelche Risse bekommt durch die scharfen Kanten hier von irgendwelchen Plastikteilen. Hier ist ein Plastikteil, aber ist nicht passiert. Alles korrekt geklappt. Und die Mix haben aufgepasst, dass hier nicht schief geht. Habt ihr da eine Eichel oder was ist das? Eine Kastanie, habt ihr die gefunden? Die Bezüge bleiben einfach jetzt 2 Tage, 3 Tage hier über der Heizung ein bisschen hängen. Dann denke ich mal, werden sie komplett durchtrocknen und dann mache ich mich wieder ans Neubeziehen. Aussehen ist ja eine Sache, aber was auf jeden Fall schon mal klar ist, das riecht jetzt ganz lecker hier, der Stoff, also frisch gewaschen halt, ne? Ansonsten bin ich gespannt, wie das nach dem Trocknen aussieht, ob das dann gleichmäßige Färbung hat. Bis jetzt sieht es erstmal hier sehr gut aus. Das sind natürlich zwei verschiedene Sitze. Hier ist die Naht noch richtig schön versetzt. Hier ist schon die Naht ein bisschen aufgelöst, aber naja, wird am Ende schon einigermaßen gut aussehen, denke ich mal. 3 Tage getrocknet, komplett durchgetrocknet und ich bin ziemlich zufrieden. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, der Stoff. Muss natürlich jetzt aber richtig straff gezogen werden auf dem Schaumstoff. Sehr sauber, riecht total lecker. Und mal sehen, wie das Ergebnis nachher aussieht, wenn der jetzt hier auf dem Sitz wieder drauf sitzt, der Stoff. Ansonsten habe ich hier von einem Kumpel noch schwarze Seitenbezüge bekommen. Und zwar diese hier.
nagelneue Kunstlederbezüge. Bin ich ja gespannt, ob wir die verwenden können. Hier fehlt auf jeden Fall schon mal die Metallschiene oder die Metallspange in der Mitte. Die werde ich jetzt mal versuchen, mit dem Harntritt zu kombinieren. Mal schauen, wie das aussieht. Das ist jetzt der untere Teil der Sitzbank. Also erstens schneide ich hier die ganzen Fäden ab, die sich da so bei der Waschmaschine herausgestellt haben. Dann mache ich mit einem Locher dort in diese kleinen grauen Plastikteile kleine Löcher rein und mache einen Bindfaden ran, damit ich das durchziehen kann durch den Schaumstoff hier und dann mit so einer Stange ein bisschen straff machen kann. So, ansonsten habe ich hier vom Patex so einen Sprühkleber, den korrigierbaren, mir geholt und klebe quasi seitlich den Stoff jetzt wieder an den Schaumstoff ran und habe hier 14 mm lange Tackernadeln, die dann nochmal dafür sorgen, dass das jetzt hier zumindest bei der Montage einigermaßen fixiert ist. Ich denke mal, nachher wird der Kleber die meiste Arbeit verrichten. So, dann kommt vorne halt noch dieses Metallteil wieder rein, der Schaumstoff. Jetzt der obere Teil, also auch hier wieder mit einem Locher quasi da kleine Öffnungen reinmachen, Bindfäden ranmachen in der Mitte vom Stoff, damit das nachher straff gezogen werden kann. Dann die Bindfäden ab, Schaumstoff auflegen. Hier gibt es keine Metallspange. Hier habe ich auch ein bisschen noch Kleber einfach mal zwischen Schaumstoff und Stoff gemacht, damit das dann nicht abhebt. Seitlich wieder Kleber ranmachen, dann tackern. Leider geht da unten rechts die Verbindung zwischen dem Kunstleder und dem Stoff auf. Naja, das wird man nachher aber, glaube ich, nicht mehr sehen, weil da einfach dann die Seitenwange ist. So oben und unten geklebt und soweit fertig. Jetzt beziehe ich hier die seitlichen Kunstlederbezüge. Wie ihr seht, habe ich hier einen etwas schlechteren Schaumstoff genutzt. Das ist halt hier bei mir der Beifahrersitz und da die innere Wange. Da kommt es mir jetzt nicht so drauf an, weil die wird einfach nicht so stark beansprucht. Ich habe mir quasi die Wangen, die linken Wangen, lieber für die Fahrerseite aufgehoben, die etwas besseren. Ja, der Kunstleder, das Kunstleder lässt sich da problemlos aufziehen, keine große Geschichte. Das mittlere Teil wird ja dann auch einfach nur reingelegt und dann ein bisschen zusammengetackert. Dann ist der untere Teil des Sitzes soweit schon fertig. Ja, oben ebenfalls die Kunstlederbezüge aufziehen auf den Schaumstoff. Innen wird es geklammert und außen habe ich mir mit einem Locher dann immer kleine Löcher reingemacht und habe die dann durch diese Nippel da gezogen. Und dann ist das eigentlich relativ schnell wieder hier vernünftig bezogen. So, an der einen Seite habe ich ja hier den Betätigungshebel, damit der Sitz nach vorne klappt. Da habe ich mir aus dem alten Stoff mal kurz die Maße genommen und ein Loch eingeschnippelt, damit man dann entsprechend den Sitz nach vorne klappen kann. Ich habe also zunächst immer den Sitzbezug rübergezogen und erstmal unten einmal fixiert und dann fange ich innen an zu klammern. Außen wird gelocht und entsprechend der Stoff rübergezogen. Nicht zu viel ziehen, damit es sich nicht so stark verspannt, sondern so einigermaßen gleichmäßig halt aussieht. So, der mittlere Teil von der Sitzlehne wird eigentlich genauso befestigt wie das untere Mittelteil. Oben kommen für die Kopfstützen noch so eine kleine Plastikteile rein. Unten wird er halt so reingerastet und hier verbinde ich die Bindfäden mit der Rückenlehne. Das ist so eine Querstrebe, da kann es einfach festgemacht werden. So, jetzt können wir schon wieder Hochzeit spielen, also oberes und untere Teil zusammenbringen und die dicken Schrauben dort einschrauben, dann unten den Bautenzug einhängen für das nach vorne Klappen des Sitzes. So, jetzt suche ich mir gerade ein paar schöne Hebel raus, damit ich da die Höhenverstellung anbringen kann. Seitlich gibt es ja noch eine Blende an der Außenseite vom Fahrersitz, die muss jetzt noch aufgebracht werden. Dann kommt da vorne noch Verstellknopf ran für die Knieauflage. Und dann sieht es soweit gar nicht so schlecht aus. Hinten noch die Abdeckung montieren, Kopfstützen rauf. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem ersten Sitz hier fertig. Ja, das Ergebnis ist für mich okay. Ich habe ja extra geguckt, dass ich hier mittlere Teile finde und konnte mir somit nochmal zwei wirklich passable Sportsitze zusammenstellen aus diesen ganzen Restern. Die Kopfstütze ist nicht mitgewaschen, das kann man ja auch so ein bisschen erahnen. Muss ich mal überlegen, ob ich das noch mache. Bei diesem Bezug fällt mir halt auf, dass es so in der Rundung, naja, so ein paar Ecken und Kanten gibt. Das ist, glaube ich, original ein bisschen besser gelungen. Da ist noch ein bisschen Dreck drauf. Weiß ich nicht, ob das bei höherwertigeren Bezugstoffen eventuell besser ist. Das ist hier so ein ganz preiswertes eBay-Set, hat mir der Kollege nochmal erzählt, für 129 Euro für beide vordere Sitze, so eine Kunstlederbezüge. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Video.